تكون مجنونا. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Da ist es. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin.
Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren.
Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Beshi sagte, ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen. Was sagst du? Wenn er sie dir gegeben hat, muss er dich sehr achten. Wir werden uns um die Wachen kümmern. Beobachte genau und handle schnell. Geh! Hier stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Ali muss irgendwo an diesem gottverlassenen Ort sein. Ich fange besser an zu suchen. Kasaren. Die sind zäh. Was glaubst du denn? Hey, was ist denn los? Das wird schon noch. Das ist eine Methode, oder nicht? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht wahnsinnig. Ali
Sie muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein und wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen. Auf ein Boot! Was? Allah, gib mir Kraft! Los jetzt! Ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr machen können.
Hä? Wer? Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme.
عمل مرتفع وخطير الا انه لم يفترض سوى
das Schicksal ruft. أن قريبي كفلني وإلا قيدوني. الأقارب في البريد ينفعون المرأة دائما. أشفادش مضحك، لكنني سمعت. Ich bin gleich weg.
Dämonen auf Erden wandeln. Aber dieser Mann ist ein Mann. Gib die Hoffnung nicht auf. Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Ach, das hat er bereits. Was mich umbringt, ist dein Gestank. Das muss Ali sein. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir, uns nicht in die Quere zu kommen. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Das ist spannend. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür.
sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Rächt sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Gefunden! Bring das zu Roshah, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Nein! Ich töte dich! Dein letztes Stündlein! Peinlich! Weiter so! Schlag mit Bedacht! Verstanden! Ich hole ihn! Hey! Wer? Mal hier vor! Ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Schlecht getroffen. Die suchen also. Ich habe lang genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über El Ghul erfahren können.